Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute, meine Freunde, reden wir über die beste legale Anime-Seite. Ich habe viele legale Anime-Seiten besucht und habe auch für die Seiten bezahlt. Jedoch fand ich auf jeder Seite, dass es viel zu wenig Auswahl hatte. Und man musste auf mehreren Seiten ein Abo haben und bezahlen, was zu teuer war. Jedoch hat sich eine Seite so entwickelt, dass man heute sagen kann, dass diese Seite die beste ist. Netflix. Netflix ist meiner Meinung nach die beste Anime-Streaming-Seite, weil es wirklich so viel Auswahl hat. Und das ist erstaunlich, weil schaut man sich Netflix vor 2 Jahren an, hatten sie gefühlt 0 Anime-Serien. Und ich sage euch ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass Netflix sich so entwickelt. Es gibt natürlich noch andere Seiten, wie beispielsweise Crunchyroll. Crunchyroll ist eine große Streaming-Seite, aber im deutschsprachigen Raum leider nicht, weil es wenig Lizenzen hat und wir wenige Serien anschauen können. Was mich zwar nicht stört, aber es gibt Leute, die es stört, ist, dass die meisten Serien, bis auf vielleicht 3-4 nicht auf Deutsch sind, sondern nur mit Untertiteln. Crunchyroll hat eine Serie, was sie besonders geil macht, und das ist Naruto Shippuden. Es hat aber auch noch andere geile Serien, wie beispielsweise Black Clover, Dr. Stone und JoJo's Bizarre Adventure. Aber wenn man sich alle Serien anschaut, dann merkt man, es sind zu wenige. Was noch für Crunchyroll sprechen könnte, ist, was ich auch persönlich mega geil finde, ist, dass sie immer aktuell sind. Also bei Black Clover kommen wirklich wöchentlich eine Folge raus. Das bietet beispielsweise Netflix nicht. Netflix ist meiner Meinung nach die beste legale Anime-Streaming-Seite, weil es, wie schon gesagt, so viele Anime-Serien hat. Ich zähle mal ein paar auf. Bleach, Naruto Classic, Hunter x Hunter, Seven Deadly Sins, One Punch Man, Attack on Titan, Inuyasha, Full Metal Alchemist und es sind noch viele mehr und aktuell kommen recht viele neue Anime-Serien. Ich habe jetzt Netflix groß gelobt, aber will noch eine negative Sache sagen. Und zwar, Netflix bringt Serien oft unvollständig. Damit meine ich, dass die Serien, wo rauskommen, oft nur eine Staffel haben. Ich weiß, wenn eine Serie noch nicht fertig ist oder erst seit kurzem fertig ist, dann verstehe ich, dass es nicht alles von der Serie auf Netflix hat. Aber bei Serien, wo fertig sind, aber nicht alle Folgen auf Netflix sind, dann kann ich das nicht verstehen. Ich persönlich nutze beide Seiten, um es auszugleichen. Aber wenn ich mich für eine entscheiden müsste, wäre es Netflix. Vor allem hat Netflix auch noch andere Serien, wo keine Animes sind, aber trotzdem gut sind. Freunde, was braucht ihr für Streaming-Seiten? Wie findet ihr Netflix? Schreibt mir das alles unten in die Kommentare. Freunde, vergisst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Checkt auch die Beschreibung ab. Dort sind alle meine anderen Kanäle verlinkt.